Hallo, hier ist wieder Delta Oscar 1, Hotel Foxtrot Sierra. Mit einem neuen Video, diesmal kein Unboxing-Video. Heute geht es um eine Antenne. Für 2 Meter, 70 cm und für 1200 MHz. Jeder kennt sie. Die kleine Stummelantenne von Diamond, die SRH805S. Das ist aber nicht das Original. Das Original kostet ca. 20 Euro bei den gängigen Händlern. Und ich wusste mal die Variante aus einem bekannten China-Shop gekauft, ein 5er Pack für 1 Euro. Und da schauen wir jetzt einfach mal, wie das Ding ausschaut, ob das wirklich auch alle drei Bänder abdeckt. Zumindest zwei könnte ich messen, das wir jetzt auch dann tun mit dem Nanofiner. Und dann schauen wir, wie das Ding wirklich unter dieser schwarzen Kappe ausschaut. So, das ist jetzt einmal der Nanofiner adaptiert auf die Antenne. Und wir sehen schon, das ist jetzt der Bereich von 1 MHz bis 500 MHz. 2 Meter Band geht schon mal überhaupt gar nichts. Und im haben wir ein bisschen weit weg vom 70 cm Amateurfunkband. Da hätten wir jetzt bei 440 MHz ein SWR von 4. Das ist natürlich absolut unbrauchbar. Jetzt schauen wir natürlich nur, was sich natürlich hinter dieser Abdeckung befindet. Was da wirklich drinnen ist. Warum das nur dieses eine Band ist. So, schauen wir mal, was sich da hinter dieser Kappe verbirgt. Geht relativ leicht runter. Und man sieht es, das ist ein Schaumstoff da dazwischen. Es ist nur eine nette Spirale. Die ist halt auch nur da aufgelötet. Diesen Adapter. Das war's. Da wundert mich natürlich nichts, also Finger weg von dieser Antenne, so günstig wie sie sein mag. Ohne der Abdeckung, ohne dieser schwarzen Abdeckung, geht das SWR oder überhaupt die Resonanz einigermaßen in den Amateurfunkbereich. So könnte ich es jetzt zumindest an meinem DMR-Hotspot nutzen, die Antenne. Aber wie gesagt, Finger weg, kauft lieber das Original. Da macht es euch eher Funkgeräte kaputt, als wir, dass das was bringt.